Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Was ist denn die schwarze Zehe? Das weißt du nicht. Ja, es tut mir leid. Vielleicht weiß ich ja auch Dinge, die du nicht weißt. Hast du einen Telemäkel? Weißt du, was der Telemäkel ist? Keine Ahnung. Ja, also. Nie gehört. Also, ich weiß Dinge, die du nicht weißt und umgekehrt. Also, was ist die schwarze Szene? Na, sowas. Die schwarze Szene, das ist. Ich habe einen echten Telemäkel zu Hause von meiner Oma geschenkt. Von 1964. Der ist aber erst 69 geboren, deswegen konnte er den Telemäkel nicht kennen. Ja. Das war mein Trumpf. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, ihr tolles Publikum hier im Theater 5050 in Erlangen am 16. Juni. Wir haben hier wieder den Comic-Salon nach langer Corona-Pause. Von heute bis Sonntag geht's. Wir sind hier und wir sind glücklich. Und dass ihr hier seid, macht uns noch glücklicher. Vielen Dank fürs Kommen. Wir haben richtig wieder Publikum. Ich habe keine Monasken, ich sehe keine Monasken, ich sehe Gesichter. Gut, es ist der 16. Juni, es ist 29 Grad draußen. Ist das die Klimakatastrophe? Wir wissen es nicht. Es fühlt sich noch nicht so katastrophal an, doch, aber... Gut, ich könnte ein Vorzügler sein. Ihr Lieben, wir möchten uns bedanken. Wir sind hier im Rahmen des Comic-Salons Erlangen. Und unsere lieben Freunde haben uns wieder und die Stadt Erlangen supported und gesponsert. Deswegen habt ihr auch heute keine Comics hier im Bühnenbild. Wir können das einfach so finanzieren und sind total glücklich. Und das Super ist immer in Erlangen, dass wir aus einem Pool der großartigsten deutschen und internationalen Comicstars die Menschen anfragen dürfen, ob sie denn eventuell kommen. Und ich sag's Ihnen, ich habe heute hier wirklich die Crème de la Crème sitzen. Uli Lust ist da. Ingo Röbling! Ja, tolle und feine Ehre, dass ihr zugesagt habt und so lieb seid, hier mit uns zu sprechen. Mein lieber Freund und Kollege Volker Rohbram, mein Comic-Experte, ist aus Hamburg gekommen. Danke. Stand genau wie lange im Stau an diesem heißen, heißen Feiertag? Im Stau heute? 1,5 Stunden. Ja, dadurch hat es dann knapp 7 Stunden gedauert. 7 Stunden von Hamburg hierher? Ja, aber ich muss mit dem Auto kommen, weil ich das ja mit Comickisten voll beladen habe. So, und das erzählst du uns jetzt. Naja, du bist nämlich nicht nur ein Nerd, der mal eben gerne hier im Comic-Talk sitzt, sondern auch flott 3 Tage über die Messe hopst. Ja. Nein. Du hast die Dollarzeichen in den Augen. Ja, ich wittere in Erlangen auch immer ein Geschäft, weil da kommen ja die Comic-Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, die ich sonst in Hamburg oder so nicht alle treffe. Sonntag ist ja noch eine extra Comic-Börse. Auf dem Marktplatz draußen bei 35 Grad vermutlich und da werde ich dann meinen Stand aufbauen. Hast du denn ein Sonnenschirmchen mit eingebaut? Es soll mit so einer Art Schirm überdacht sein. Auch eigentlich vor Regenschutz hieß es in dem Programm, aber ja. Ich glaube, es wird eher aus anderen Gründen gebraucht werden. Ja. Was machst du denn dann da? Du hast das Auto voll mit Kisten. Was denn für Comics? Alte, neue? Hier in Erlangen zumindest nicht überwiegend Manga. Wie sonst immer. Guck mal, ja, du Hund. Hier ist Ihr ja müsst nämlich wissen, er hat so einen Manga-Laden in Hamburg. Und die ganze Zeit hält er hier die Fahne hoch. Manga, Manga, Manga. Wie, und jetzt machst du anständige Comics hier in Erlangen? Ja, ich... Nein, das war wieder... Er kriegt wieder einen Shitstorm. Hört auf. Ich habe schon mal ein Heller-Gate erlebt, weil ich gesagt habe... Wie Manga, die sehen alle aus wie Bill Kaulitz, was soll das? Nein, Ruhe bleibt.
Hasenkind, warum, was hast du denn jetzt dabei? Was hast du denn im Gepäck? Oh, ich habe ganz viele Comic-Alben hauptsächlich tatsächlich. Schönes, klassisches, franco-belgisches Zeug. Und ein paar Kisten mit Superhelden und ich glaube 2 Kisten Manga. Aber eher so die erwachseneren Mangas für das intellektuellere Publikum. Sex and Drugs and Nein. Rock'n'Roller. Muss ich aber jetzt nochmal fragen, sind das Sammlerstücke von dir aus dem Keller oder was? Nee, ich kaufe ja auch öfter was an im Laden von Leuten. Und es sammelt sich halt im Laufe der Zeit ja einiges an, was man vielleicht im Geschäft nicht unbedingt braucht. Das heißt aber, du hast jetzt nicht die großen Verlager gefragt, gib mir mal eure Comic-Heftchen. Das ist alles dein eigener Bestand. Genau, das ist das, was ich aussortiert habe quasi. Das heißt, du kriegst Platz im Keller und machst noch eine Mark 50. Ja. Wenn die jetzt im Original, weiß ich nicht, 3,50 oder wie viel auch immer kosten, ist das dann Flohmarktpreise oder im Gegenteil, wenn die seltene Exemplare sind, sind die dann ja, beides. Vor? Also eher neuere Sachen, die dann günstiger sind, die ich irgendwann mal angekauft habe, aber auch ein paar Sammlerstücke, die teurer sind, als sie ursprünglich mal waren. Das gibt es ja auch. Vor allem bei den Superhelden, diese ganzen Limited Editions und Variant-Cover und so. Und bist du denn schon so ein Geheimtipp? Wissen die Leute, der Volker, der ist da? Da gehen wir hin. Da nee, ich glaube, die kommen da tatsächlich nicht. Aber die kommen halt nach Erlangen, weil hier die Auswahl größer ist als auf jeder typischen Comicbörse, die in irgendeiner Stadt stattfindet. Und erinnere ich das richtig, dass du 1984 beim allerersten Comic-Salon schon hier warst? Nee, nicht ganz. Kann ich leider nicht behaupten. Aber seit 92 lückenlos jedes Mal. Immerhin. Und da darf ich dich fragen, jetzt auch wegen der Corona-Pause, ist das jetzt was Besonderes für dich? Freust du dich mehr als früher? Ja, ich habe mich deutlich mehr gefreut. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen in den Comic-Foren und online gelesen, dass sich alle deutlich mehr freuen. Also ist fast schon die Frage, ob alle jetzt so viel erwarten, dass es das überhaupt erfüllen kann, weil wir nach so langer Pause, nach 4 Jahren das jetzt wieder haben. Wie geht dir das? Bist du so eine Comic-Messe-Gängerin oder sagst du, lass mich in Ruhe? Na, es ist schön, dass man die ganzen Kollegen trifft. Das ist wahnsinnig toll, die ganzen Zeichnerkollegen. Man sitzt ja normalerweise allein am Tisch und am Festival sind wir dann alle entspannt, weil da müssen wir ein bisschen Bücher signieren, aber sonst nicht viel mehr arbeiten. Wir treffen uns und... Du hast es gern. Ja, ich mag das gern. Allerdings, je älter ich werde, desto weniger mag ich Gesellschaft. Deswegen dürfte das stagnieren mit den Jahren. Kenn ich. Zudem ich ja noch so eine kleine lustige Sozialphobie entwickelt habe, dank Corona. Da war der Lockdown nicht hilfreich, ja. Nein, wirklich also, nicht. Oder hilfreich, sie zu entwickeln, ja. Ja. Ich habe tatsächlich 2010 zum ersten Mal diesen Max- und Moritz-Preis co-moderieren dürfen, damals noch mit Dennis Scheck. Und da hast du den Publikumspreis bekommen. Yay. Ich habe dich damals auf der Bühne das erste Mal gesehen mit Heute beginnt der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Ein guter Moment. Ich meine, Entschuldigung, was für eine Karriere seitdem, oder? Weswegen? Ach so, weil ich... Ja, komm, ja, stimmt, also wenn ich dich google, du bist die anerkannteste deutschsprachige, du bist ja eine Österreicherin, wie man uns verhört, in Wien geworden. Genau. Du bist die eine der anerkanntesten deutschsprachigen Comic-Künstlerinnen. Du hast internationale Preise abgeräumt. Du bist selber Dozentin. Die Menschen profitieren von dir. Ich habe dich ist gefragt, jetzt, weil das so schön klingt. Ich wollte das alles hören. Ach, die Fena mit ihrem speziellen Humor. Ich lasse dich jetzt rechts liegen. Ingo Röbling! Mensch, Heller. Wir haben uns in Köln schon kennenlernen dürfen. Du warst im Comic Talk. Ja. In Köln. Im Stollwerk. Wann war das? Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin keine gute Chronistin. Ich weiß nur eins. Wir waren danach in einer ziemlich räudigen Kaschemme und ich habe dir irgendwie eins meiner Notizbücher... Mit Nils Bokelberg. Ja, genau. Ja, das war gut. Wahrscheinlich war der Name Programm. Es war eine räudige Kaschemme. Habt ihr noch was gezeichnet? Ne? Oder ich? Du hast gezeichnet. Ich habe dich um was gebeten und habe dir was unter die Nase gehalten und du hast es getan. Und so dafür danke ich dir heute noch, mein Lieber. Oh, tatsächlich. Ich habe großartig dich gegoogelt, bevor wir ins Gespräch uns vertiefen. Ja, bitte. Wollen wir ein Filmchen bitte zeigen, dass die Menschen, die eventuell noch nichts von Ingo Römmeling gehört haben, von deiner Artwork sich mal ein Bild machen können, im wahrsten Sinne. Bitte sehr. Thank you.
Ingo Römmling hier in Erlangen, super. Ich habe schon gesehen. Ich habe Han Solo und Chewbacca schon gesehen. Du bist der einzige oder der erste deutsche Künstler, der von Disney lizenziert wurde, dass du Star Wars malen darfst. Der erste. Star Wars, der erste. Ja, also in diesem großen Zeichnerpool, dem internationalen Zeichnerpool, der an Star Wars Comics offiziell arbeitet, war ich der Erste. Kurz danach kam Eva Wiedermann noch mit dazu. Ja. Wir haben zusammen an Rebels gearbeitet, an Star Wars Rebels, ja. Danke nochmal für diesen Film. Ich fand das Hammer. Also ich auch. Das sind unsere Leute. Ich bin wirklich super geehrt. Das ist ja Stefan Wahnsinn. Servus. Wunderbar. Krass. Die machen wirklich prima Filme. Ich liebe sie auch dafür. War das ein Ritterschlag, dass du das wolltest? Also mal anders gefragt. Wolltest du das und hast du es manifestiert oder kamst du dazu geschenkt? Weder noch. Also es war so, ich wollte es natürlich. Aber ich habe eigentlich nicht so dran gedacht, das von mir aus, also so dahin zu gehen und zu fragen, so, kann ich vielleicht damals zeichnen? Weil ich dachte so, ich bin nicht gut genug. So, also ich kann das nicht. Das ist krass. Das ist du sagst mir jetzt nicht gerade, dass du immer noch hier irgendwo rumsitzt und sagst, ich bin nicht gut genug. Ich habe auch Wir haben gerade den Film gesehen. Du kannst alles zeichnen und du hast immer noch Krisen und denkst, ich kann das nicht. Kokettierst du jetzt hier oder was? Ein bisschen vielleicht. es ist tatsächlich so. Also es ist so gelaufen. Ich bin auf die Idee nicht gekommen, weil ich das Comiczeichnen erst war es einfach immer eine Leidenschaft. Ich habe es aber nebenbei gemacht. Das ist einfach so das Standardding. Der deutsche Comiczeichner macht das nebenbei, neben seinem eigentlichen Beruf. Weil also, du bist eigentlich Plattencover-Szenarist. Ich bin eigentlich Grafiker, also ich komme aus der Illustration. Aber du bist mal gewählt worden von den Plattencover-Artists auf den 8. Platz der besten Plattencover. Ich weiß es bis heute nicht, wie das gelaufen ist. Ganz ehrlich, ich war keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß es nicht. Passiert. Du Analytikerin, jetzt mach mir mal Freund. Kokettiert der nur oder ist der bescheiden? Was ist mit dem Römmling? Sag es mir. Alle haben immer Depressionen. Der Diana hatte auch Depressionen und alle haben sie gelebt. Weißt du, es ist immer so, die Leute, du kannst nicht reinschauen, innen drinnen. Ja. Aber hey, es ist immer noch der kleine Ingo, weißt du? Es ist doch gerade noch. Es ist sogar gerade noch ein Artikel über deine Plattencover in der Redaktion veröffentlicht worden, auf 6 Seiten, glaube ich sogar. Also das ist. Ich habe Discogs, diese Datenbank, wo alle aufgelistet werden, die mal beteiligt sind oder waren an einem Album. Und ich habe mittlerweile einen ziemlich fetten Eintrag. Also es war schon, ich habe einiges gemacht, ja. Ich habe ja eine andere Theorie. Das hat mich über Wasser gehalten. Der Ingo ist ja Fische im Sternzeichen. Und ich glaube, dass das nicht nur seine große Kreativität ist, sondern auch seine Zerrissenheit. Der eine Fisch schwimmt stromaufwärts und der andere stromabwärts, mein lieber Hase. Das war deep. Das ist so deep. Das ist diese Zerrissenheit, das sind diese Selbstzweifel. Aber das ist ja auch Genie und Zweifel. Ich lege mich auf die Couch, du musst mich analysieren. Ja, ich werde neu betonen. Du bist ein Fan von Spider-Man. Ja. So, hast du schon mal einen Spider-Man gemalt? Ja, nicht offiziell, aber schon, ja. Oh, wie süß. Hast du schon da gesessen? Ne? Hast du die Spinne gemalt? Ja, Spider-Man. Ja. Darf ich dich das fragen? Es gibt ja doch diverse Superhelden. Und alle haben spezielle Fähigkeiten. Richtig. Warum hast du besonders den Spider-Man so lieb? Also was hat dir da so besonders gut dran gefallen? Weil Spider-Man witzig ist. Spider-Man hat eine Selbstironie und in den alten Comics hat er immer alle seine, oder was er so gemacht hat, immer selbstironisch kommentiert. Ja. So, aha, sagte er. Ja. Und Licht und er fängte seine Augen zu stahlharten Schlitzen. Also er hat dann irgendwie selbst mit sich geredet und fand ich super lustig. Ja, also das hat kein anderer Superheld gemacht. Auch kurz nach dem Unfall diese ganzen Fehlleistungen erstmal. Ne? Ich liebe Spider-Man ehrlich gesagt auch sehr. Ja. Sehr. Also ich mag den auch mehr lieber als Batman ich jetzt. Aber ich glaube, Batman ist sehr ernst. Du willst nicht über Superhelden sprechen. Ich mag sie nicht, aber ihr mögt sie, also ist ja okay. So. Wieso wusste ich das? Weil wir mal gezoomt haben. In Corona-Zeiten. Dafür nochmal Dankeschön. Wobei du auf dem Babelsberg oder wo immer du gesessen bist in Berlin einen ziemlich schlechten Empfang hattest. Oh, sorry. Ich habe dich in meinem Wohnzimmer nur... Es war noch der Osten, weißt du? Ist es der Osten? Ich wohne in Helmholtzplatz. War es doch der Osten. Ja. Ich finde das, weißt du, was ich rührend finde, Ingo?
Du hast mit Asterix malen gelernt. Lesen gelernt. So war's. Ja. Lesen. Auf dem Schoß meines Vaters, der mir Asterix-Comics vorgelesen hat. Oh, ja. Und irgendwann konnte ich die Geräusche lesen, also die kurzen Sachen und irgendwann auch die Sprechblasen. Bang. Ja, bang. Zack. Ja. Bumm. Ja. Okay. Konntest du lesen. Erfolgserlebnis. Genau. Ja. Nee, es ist wirklich kein Witz. Also schön. Lesen gelernt, freue ich mich sehr. Ja. Dafür kannst du aber heute Asterix schon, lesen gelernt. Dafür kannst du aber schon zusammen das Zeichnen kam später. Jetzt. Das Zeichnen kam später dann. Aber ich habe dann, aber Asterix war auch so das Erste, was ich so angefangen habe abzumalen. Ne? Also ja. So, man kopiert ja viel und übt dann halt und so. Genau, Asterix. Du hast ja jetzt einen sehr eigenen Stil. Das würde mich mal interessieren, weil seid mir nicht böse, ich bin nun wirklich Laie. Aber man erkennt einen Römmling, man erkennt eine Lust vielleicht auch. Ne? Nicht so richtig, weil du in deinen Stilen so etwas variierst. Kommen wir bitte später zu. Aber jetzt ein Flicks, ein König. Und ich frage mich für Comiczeichner, ist das ein Vorhaben? Ich muss meinen eigenen Stil finden? Oder ist das einfach, ja, irgendwann ist es da und du sagst, ja, das gefällt mir jetzt irgendwie am besten oder das kann ich am besten und so male ich jetzt weiter. Das mit dem Vorhaben wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das kommt tatsächlich von selbst. Also ich hab versucht, ich habe ganz viel probiert, das hat wahrscheinlich jeder Comiczeichner, dass ich halt diesen Stil probiert habe. Ich habe auch Manga probiert, Linie Claire habe ich probiert, so Tim und Struppi-Stil und so. Und fand ich habe alles ausprobiert, was mir gefallen hat und habe geguckt, was passiert. Und als ich angefangen habe, für Disney zu arbeiten, kam Zeitdruck, also Deadline, ganz viel produzieren in wenig Zeit. Und da musste ich so diese ganzen Bedenken fallen lassen. Also als ich anfing, richtig Comics, also Alben zu zeichnen, längere Geschichten zu zeichnen, hat sich mein Stil auch entwickelt. Das kannst du auch irgendwie in den Malcolm Max Sachen sehen, dass die ersten Sachen noch anders aussehen als jetzt die aktuellen Geschichten. Das kommt von alleine. Also ich glaube mittlerweile, das wird nicht funktionieren, wenn du das forcieren willst. Wenn du sagst, ich will so zeichnen. Ja, ja. Weiß ich nicht, ob du dann glücklich werden wirst. Weil vielleicht kannst du dann irgendwann so zeichnen, fühlst dich aber vielleicht nicht wohl oder so. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt machst du so viel und irgendwo ist mir in einem Interview oder ist mir entgegengeflogen, dass du den Malcolm Max besonders lieb hast. Stimmt das? Die Figur? Ja. Ich mag die alle. Das ganze Team ist großartig. Aber eben die Storys. Es gibt inzwischen 4 oder wie viel? 5 Bände. Jetzt ist gerade der 5. Band erschienen. Ja, endlich. Ne? Das ist der 2. Teil von dem, was wir damals hier besprochen haben. Das da habe ich auch wirklich drauf gewartet. Ja. Ja. Genau. Und da habe ich mich damals ein bisschen reingegoogelt. Ich weiß ja nichts. Ich bin ja wirklich... Steampunk war, glaube ich, ein Stichwort. Ne? Oder? Komm. Das ist doch irgendwie 1880, 90 oder wann. Und Dampfmaschine und Gedöne. Und da ging die Industrialisierung los. Das war das eine. Aber dann war das so vielfältig mit Groteskheit und aber auch mit Humor und Charakterzeichnung. Ich wollte dich nur fragen, ob ich das richtig gelesen habe, dass du, wo du auch jetzt Star Wars, Rebels und Gedöne machst, dass du den Malcolm Max besonders lieb hast. Das wollte ich wissen, das ganze Team. Ja, weil Malcolm Max... Ist das ein Herzensprojekt? Das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt und Malcolm Max war ja so mein erster, das war mein erster Verlagsvertrag. Tatsächlich bei Splitter, ja, und das war schon so ein Gongschlag, so nach dem Motto, das war so ein bisschen so, jetzt wird's ernst, so, jetzt machst du das irgendwie nicht mehr so hier nebenbei, jetzt musst du ran. Darf ich denn nach dem kommerziellen Erfolg fragen? Es langsam aber stetig, also ich mache das jetzt seit, wann kam der erste, 2011, seit 10 Jahren und es ist tatsächlich, es ist nichts, was durch die Decke ging oder so, aber es ist langsam aber stetig. Kommt immer mehr Fans. Es kommen Länder dazu, wir sind auch jetzt in Holland damit und da läuft er erstaunlich gut. In wie vielen Ländern erscheint es jetzt? Schweden, Polen, Holland, Frankreich, Deutschland. Ja. Super. Genau, und das ist, das wächst mit der Zeit tatsächlich. Also es ist so ein... Ich habe mir was notiert. Ach, du bist auch Musiker, Bass und Synthesizer. Bass. Warst du jemals im Zweifel, werde ich lieber Zeit. Musik, bitte? Im Moment keine Zeit, aber praktiziere. Aber ist das denn ein Ausgleich für deine Arbeit, Musik zu machen? Ja, absolut. Man sieht Menschen, es ist laut, es ist alles anders als beim Comiczeichnen. Also, und es macht... Das ist genau das Gegenteil, wenn ich das so denke. Ja, schon. Also, beim Comic bist du in Klausur, bist da in deinem Künstlerturm. Und Mucke ist yay. Ja, finde ich doch mal einen guten Ausgleich. Bist du auch Musikerin, Uli Lust? Ich hab mir vor 3 Jahren ein Piano gekauft und spiele, wenn niemand zuhört. Ja.
Was ist denn dein Erfolgsstück, wenn du da? Ich könnte es dir vorspielen. Ich habe ihm noch keinen Titel gegeben. Ich kann ja nicht spielen. Das finde ich aber trotzdem, das ist doch Rutzbo, oder? Ich kaufe mir einfach mal ein Piano. Ich kann es nicht. Nein, ich mag das, dass da Töne rauskommen. Ich, ja, Schatz, ich mag das auch. Aber ich gebe doch nicht auf niemand die Idee. Es, niemand muss es hören. Es ist nur für mich. Ja, aber könnte man denn nicht mit einem Akkordeon anfangen? Ja, fände ich auch. Da sind auch Tasten drauf und macht relativ schnell ziemlich viel Musik. Die Kopfhörer sind das Geheimnis. Ich finde es super, dass ich die anderen verschonen kann mit den Tönen, die da rauskommen. Das macht ja Bader auch mit dem Schlagzeug. Ja, das wär super. Das ist ja wohl das Geilste der Welt. Ich meine, Leute, die Schlagzeug üben und es nicht können, ist eine Tortur. Aber es gibt diese, da bist du nur am Kloppen über der Ohrhörer, du hörst dich und alle sind verschont. Und also, stell dir mal vor, wie viele mögliche Gelegenheiten es gibt, wo man gerne den Lautschalter aus- und abdreht. Ja. Ich würde dich jetzt gerne abschalten. Ja. Mach Könntest deinen du, Lärm im Kopfhörer. Ja. Hast du darüber schon eine Graphic Novel gemacht? Sonst würde ich dir dieses Thema vorzunehmen. Oder sollte es ein dezenter Hinweis darauf sein, Hella, du bist zu laut? Genau. Boah, die Wiener sind so frech. Ich wollte den Rümmling noch mal kurz zum Schluss eine Sache fragen dürfen. Du gehörst und machst und malst für die schwarze Szene. Habe ich viel gemacht, ja. Ui. Ja. Also ich bin ja wirklich da. Für die Gummersbacher Land Pomeranze, sorry. Was ist denn die schwarze Szene? Das weißt du nicht. Ja, das sind die Gossips. Mir leid. Vielleicht weiß ich ja auch Dinge, die du nicht weißt. Hast du einen Telemekel? Hast Nein, du einen Telemekel? Weißt du, was der Telemekel ist? Keine Ahnung. Ja, also. Nie gehört. Also, ich weiß Dinge, die du nicht weißt und umgekehrt. Also, was ist die schwarze Szene? Na, sowas. Die schwarze Szene, das ist. Ich habe einen echten Telemekel zu Hause von meiner Oma geschenkt. Von 1964. Der ist aber erst 69 geboren, deswegen konnte er den Telemekel nicht kennen. Ja. Das war mein Trumpf. Schatz, was ist die schwarze Szene? Es war gerade, hättest du deinen Blick nach Leipzig gerichtet, war jetzt gerade jüngst das WGT, das Wave-Gothic-Treffen. Gothic ist das. Gothic. Genau, das große Treffen der schwarzen Szene. Ach, die größte, das ist Gothic, schwarze Szene? Das ist die schwarze Szene, genau. Ach, und gehört das Steampunk auch mit rein, oder? Ist irgendwie auch so eine Untergruppe, ja. Gehört du mit hast rein. Auch viele Heavy-Metal-Cover, ne, geschaltet. Ich habe Metal-Cover gemacht, hauptsächlich Metal nicht so viel. Ich habe hauptsächlich schwarze Szene gemacht, also Gothic, Elektro. Ich habe aber auch Schlager gemacht. So, ich habe das Bob-Fahrer-Lied. Kannst du es ganz kurz ansingen? Nee, das kann ich nicht. Hab's nicht gehört. Aber ich habe so ein Skihütten-Ding mal gemacht. Und ja, also es war alles dabei. Aber das meiste war wirklich schwarze Szene und die erstaunlich lustig ist, auch wenn sie gar nicht so aussieht. Weil sie haben ja alle irgendwie Fangzähne und Krallen und Rüschen und sind blass und tragen schwarz und so. Ja, ja. Hast du eigentlich Familie? Familie, natürlich habe ich Familie. Ja, aber ich habe eine wie Mutter. Findest du denn die Zeit? Also ich meine, was machst du ich denn? Ich habe eine Freundin, ich habe du Geschwister. Hast eine Freundin, Geschwister, Kinder? Kinder habe ich keine, nein. Ach, danke. Nein, entschuldig bitte, aber ich habe mich gefragt, wirklich, wie willst du denn jetzt eine Kindergruppe? Wobei der Ach so, jetzt will ich weiß nicht, worauf nee, du hinaus so, willst. Ja, weil du so unglaublich Dass so viel gruseliges macht. Zeug ist oder was? Ach so, nee, weil ich wegen der Zeit, meinst du? Ja, Zeit, sag ich. Ach so. Ich kenne Leute, die kriegen das hin. Und Flix zum Beispiel. Ja. Haben wir in der nächsten Sendung. Doch, das geht schon. Also aber ich muss mal ganz ehrlich jetzt, ich hier, die ich das oft moderieren darf, sagen, und du wirst mir da recht geben, Volker, ich muss wirklich den Fleiß und die Diszipliniertheit von Comic-Künstlerinnen unglaublich bewundern. Also, viele können ja null davon leben, ist ja so, und sitzen da trotzdem Jahr für Jahr, Monat für Monat und sind Idealistinnen und ziehen da ihre Sache durch. Ich finde das wirklich ganz toll und großartig. Ich bewundere euch sehr und es ist uns eine feine Ehre, dass du heute Abend da bist. Ingo Römling, danke schön. Vielen Dank. Ja, Frau Lust. Ich habe eine alberne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich dir das damals auf der Bühne schon gepitcht habe, als ich dir den Publikumspreis geben durfte 2010. Ich habe also angefangen, das Ding zu lesen. Und ich hatte einen Vorurteil im Kopf. Wie, Mädchen machen ja keine Comics. So, und Uli ist Uli. Kann ein Junge sein, kann ein Mädchen sein. So, ich denke also, ja klar, Uli Lust ist ein Junge.
Ich fange also an zu lesen auf, ich weiß nicht, Seite 3, 2, 2,5, 4. Ich denke, das ist kein Mann. Das kann kein Mann sein, das ist ein Mädchen. Weil? Weil man das im Bild sieht vielleicht. Nein, und das wollte ich eben gerade mit dir besprechen gerne. Warum du glaubst, dass ich das so schnell wusste, dass das ein Mädchen sein muss. Also es war mir sehr schnell klar, dass das nicht ein Mann über eine Frau erzählt hat, sondern dass da eine Frau selber aus ihrem Leben erzählt. Das war sehr, sehr schnell klar. Welches Indiz hat dich auf diese Pferde gesetzt? Das ist 2010, das ist jetzt 12 Jahre her. Jetzt kommt die Auflösung. Ja, aber es kann ja auch sein, dass ich eine blöde alte Schachtel bin, die einfach nur Vorurteile hat. Es war einfach so, dass ich mal einfach dann gegoogelt habe. Schön. Ja klar, Uli Lust, ein Mädchen, aber prima. Aber ich bin doch im Bild. Ist das denn erklärt? Dann war es vielleicht nach 5 Panels. Ja. Nein, aber schreibst du direkt auf der ersten Seite, ich bin's, Uli, ich bin ein Mädchen. Nee, ich finde die Ambivalenz eh gut, dass der Name männlich und weiblich gelesen werden kann. Nur sobald ich im aber Bild so erscheine. Aber so schnell ist es nicht klar. Also ich war am Anfang noch, also sehr schnell jedenfalls sagt ich Mädchen. Und ich meine, du hast ja auch die Lorbeeren, eine der wichtigsten auch feministischen Comic-Künstlerinnen deutschsprachig zu sein. Ja, weil das es nicht so viele gibt. Das ist leicht. Meinst du echt? Den Eindruck habe ich nicht. Die Veronique Sina sitzt heute Abend hier in Erlangen im Publikum. Es ist besser geworden. Dr. Sina, du kannst mich bestätigen. Seit 2010, seitdem ich angefangen habe, viel, viel mehr Mädchen. Eine besser als die andere. Ich halte zurzeit, bitte nicht verletzt sein. Im Gegenteil. Teilweise die Arbeit von Mädchen wesentlich spannender und interessanter als umgekehrt. Und das war 2010 nicht so. Ich habe wirklich gedacht, ach du lieber Himmel, das ist hier ein Jungenshobby und du kommst hier bestimmt nicht gut an. Also so dachte ich. Die Befürchtung hatte ich auch anfangs, dass halt die Verlage von Männern betrieben werden, die Storys auswählen, die sie selber interessant finden. Das muss dann halt immer krachen und ein bisschen Gewalt und Abenteuer oder Humor haben. Ne? So. Und ich dachte, dass die Themen, die Frauen interessieren, vielleicht in den Comic-Verlagen nicht so ankommen. Aber das hat sich mittlerweile extrem geändert mit diesem Medium Graphic Novel. Da sind ganz viele Zeichnerinnen. Das war das Sprungbrett, ne? Die Graphic Novel hat, mir das hat den genau. Mädchen ja nicht nur dir. Weil das können ja Mädchen. Dieses... Ja, wir gucken uns jetzt mal die Artwork von Uli Lust an. Das ist an. Gemein, dass das nach dem Rüdiger kommt. Ach, du hast sie doch nicht mehr alle. Ich bitte dich. Eine Ehre, dass du uns beehrst. Sagt Danke. Das nicht sogar die Österreicherin? Absolut. Ich gebe mir die Ehre. Habe die Ehre. Also, du, das meinst du aber jetzt auch nur kokett, ne? Nein, oh Gott, meinte ich nicht. Komm nach ich habe gute Sachen ausgewählt. Ihr habt wirklich die Szenen ausgewählt, wo ich beim Zeichnen schon gedacht habe, boah, das schaut jetzt richtig so voll comic-geil aus, wie das Mädchen da steht und der Wind geht dir durch die Haare. Das ist irgendwo am Schluss im Comic, wo ich schon richtig gut eingezeichnet war. Ist aber es ist lustig, dass ihr genau die Szene ausgesucht habt. Ja, aber das sind meine Jungs. Mhm. Die sind dermaßen comic-affin, die nehmen natürlich gerne die dynamischen und die aussagekräftigen Bilder, aber jetzt mal unabhängig davon. Ich habe Flughunde damals gelesen und es ist ja eine Literatur- Verfilmung, wollte ich schon sagen, Adoption. Als alte Theaterwissenschaftlerin. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich finde, da gehört auch wirklich sehr viel dazu, dass man einen Roman adaptiert und da im Comic dann die Herzstücke und das Wichtige und dann mit deiner Bildsprache das rüber. Ich finde das sensationell. Ich finde es wirklich sensationell. Und ich finde auch, weil ich auch den Ingo eben kurz fragte nach dem Stil und so, ich finde ganz ehrlich, dass ihr Comic-Künstlerinnen
euch nicht untereinander vergleichen dürft, weil das sind völlig, für mich als Laie, aber auch als Fan, völlig verschiedene Paar Schuhe. Die Geschichten, die du dir rauspickst, die du erzählen willst, die müssen genauso bebildert werden, wie du sie bebilderst. Da habe ich aber tatsächlich eine Frage, weil du ja auch wirklich dafür bekannt bist oder praktisch fast die Erfinderin des dokumentarischen Stils geltest. Ja, das steht in Wikipedia-Eintrag. Oh, das muss ich mal nachschauen. Ja, aber das ist natürlich Unsinn. Ja, schau das mal nach, soll einer rausschmeißen. Ist natürlich Unsinn. Ja, ja, es ist Unsinn, aber wenn du über irgendeinen DDR-Plattenbau einen Comic machst, da recherchierst du akribisch und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dich Pifty-Pifty-Journalistin, Comic-Künstlerin findest oder ob du mehr Comic-Künstlerin als Journalistin bist oder umgekehrt? Auf jeden Fall Comic-Zeichnerin, aber ich habe halt diese Beschränkung, ich möchte gern dokumentarische Geschichten erzählen. Ich habe mir selber die Beschränkung auferlegt, dass ich keine Fantasy mache. Mittlerweile mache ich fast sowas wie Fiktion, weil ich was über die Frühgeschichte mache und dann muss ich ganz viel erfinden. Was sagen die Frühgeschichte? Frühgeschichte, ja, das wird noch hart. Du redest hier von dem zukünftigen Buch, an dem ich gerade arbeite. Da ist ein bisschen Fiktion drinnen, aber eigentlich halte ich mich auch an archäologischen Funden und dokumentarischen Aspekten, aus denen ich dann wieder eine Geschichte baue. Aber das ist meine ganz persönliche Beschränkung als Autorin, weil ich weiß, da funktioniere ich gut. Ich habe versucht, Fiktion zu schreiben und es ist mir nicht gelungen, aber ich kann ganz gut Dokumentationen umbauen. Das heißt, ich bin eigentlich immer jemand, der adaptiert, entweder Realität oder einen Roman von Marcel Beyer. Ja, das muss man ja auch können. Wann kam die Erkenntnis? Welche? Dass das dein Steckenpferd ist. Als ich studiert habe in Berlin, das muss um 2000 herum gewesen sein, da haben wir in der Uni mit dem Medium Comic Reportage herumprobiert, also mein Kollege Kai Pfeiffer und ich, also mein Mitstudent damals und Marvel, der war auch mit mir in der Klasse. Und dann haben wir Reportagen gezeichnet und das hat uns inspiriert und es hat mich wahnsinnig inspiriert, über das echte Leben zu erzählen und das abzuzeichnen und zu interpretieren. Das war das, was mich so. Und wenn wir morgen Abend die nominierten Comicwerke vortragen, der Herr Gasser und ich, da ist die Paulina Stulin dabei mit bei mir zu Hause. Ich weiß, dass dir das gefällt. Ich will nur sagen, die hätte sich doch niemals getraut, über 613 Seiten zu malen. Ich gehe mal Pipi machen, ich schmier mir mal ein Brot, wenn du nicht damals vorgelegt hättest. Aber ich bin deswegen nicht bist du doch eine geblieben. Wegbereiterin. Und jetzt will ich auch mal hier einfach dich sitzen sehen und sagen, ja, bin ich. Ja, sowieso, klar. Ja, also, hammer's doch. Gern geschehen. Fühlt sich gut an. Hammer's doch. Ich glaube nicht, dass es die Stuliden gäbe ohne dich, ganz ehrlich. Nein, und das finde ich ja gerade so großartig, weil ich bin ja nun mal wirklich auch eine alte Feministin. Ich finde es großartig, wie du dich getraut hast. So, Jungens, Funny Bones, hier ist meine Geschichte, die war nicht besonders komisch. Und ich springe jetzt auch über einen Schatten. Und das ist meine Geschichte. Und das Feuilleton liegt flach und sagt, das ist eine Sensation. Und das hast du gemacht. Du hast 2010 mit deiner Arbeit die Weichen anders gestellt. Das glaube ich als Fan. Klingt super. Klingt gut, dass du das so sagst. Aber es kommt auch aus Amerika. Moment, ey, guck mich an. Bist du nicht meiner Meinung? Hast du das in Mangas schon 100-mal gesehen? Nein, überhaupt gar nicht. Ich möchte das unterstützen. Danke. Weil, also auch ich habe es damals ja mitbekommen, wie viel über dein Buch berichtet wurde und die Preise, die es gab. Also aus dieser Menge an Graphic Novels, was damals noch relativ frisches Thema war, das ragte schon heraus. Dem konnte man, wenn man so ein bisschen auch in der Szene und in ein paar Fachmagazinen liest, man konnte dem gar nicht entgehen. Das ragte wirklich heraus, auch in der Aufmerksamkeit, die es bekam. Ja, das habe ich gemerkt. Gegenüber anderen Graphic Novels. Das war definitiv so. Könnt ihr nicht auch mal ein bisschen stolz auf euch sein? Ich bin's. Wer sagt, dass wir es nicht sind? Nein, ich freue mich. Es ist ein wahnsinniges Vergnügen, dass das Buch gemocht wird, weil vorher wusste ich nicht, ob irgendjemand meine Geschichten lesen möchte und ich brauche das Gefühl, dass jemand das lesen möchte. Ich würde nicht so ein Künstler sein, der immer nur für sich arbeitet und keinen interessiert, aber ich arbeite trotzdem weiter. Das würde ich auf die Dauer nicht, mental nicht schaffen. Das heißt, das positive Feedback vom Publikum ist das, was mich super motiviert, weiterzumachen. Und jetzt sitze ich am Tisch und denke mir, oh ja, schön, ich zeichne weiter, oh, die Leute freuen sich auf das Buch so. Ja. Ich mag dich sehr, weil du auch so frech bist. Herzlich willkommen, Uli Lust. Danke. Ich bin wirklich sehr gespannt jetzt auf die Gespräche, die wir führen können hier zu viert über unsere lustigen kleinen... Ach, oh Gott im Himmel, das wollte ich doch noch hochgehalten haben, Ingo. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Was hast du denn da schon wieder gemalt? Das ist...
Das, weswegen Malcolm X ein bisschen länger gedauert hat. Ja, aber du hast eine zweite fortlaufende Serie jetzt. Ganz genau, ja. Ich habe in der Zwischenzeit für den französischen Verlag Dargaud gearbeitet und habe da tatsächlich einen Vertrag bekommen und mache zusammen mit Richard Marasano die Serie Die Chroniken des Universums. Und ist das ein Seller? Weil er ist ja auch so berühmt. Kann ich noch nicht beurteilen, weil ich habe noch keine so richtigen Zahlen. So frisch ist das? Es ist relativ frisch. Letztes Jahr ist der erste Band erschienen. Ah, okay. Und ja, also jetzt über den Erfolg kann ich noch nicht viel sagen. Ich bin auch völlig neu auf dem französischen Markt. Ich weiß, da sind etwas andere Regeln, da sind auch andere Zahlen, andere Dimensionen. Das ist alles ein bisschen, es ist alles ziemlich aufregend. Und Richard hat auch einen völlig anderen Stil als Autor. Also es ist eine ganz andere Art, dass die Zusammenarbeit. Den Eindruck habe ich. Erstens stilistisch und zweitens auch in der Zusammenarbeit ist das was völlig anderes als mit Peter, also der Malcolm X schreibt. Wie offen du bist, ne, für Neues. Genau. Das ist doch toll. Ja, ich finde find ich auch. Also, ich macht Spaß. Toll. Ja. Weißt du denn schon, wo es wirklich so hingehen soll? Ich habe den ersten Band gelesen. Ja. Und gute Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil es tatsächlich mit Richard ist es tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig, also ich habe da das Gefühl, wir arbeiten so ein bisschen mehr parallel, weil er schickt mir 10 Seiten. Ja. Ich zeichne die. Ich bin dann bei Seite 8 und sage, du, ich habe noch 2 Seiten. Wann kannst du mir die nächsten? Ja, ich schicke die in 2 Wochen. Und dann geht ein Monat ins Land und ich mache in der Zwischenzeit was anderes. Kein fertiges Szenario. Nein, ist es nicht so. Also wir arbeiten so ein bisschen so parallel nebeneinander her und er sagt dann, ah, du hast da eine lustige Idee gehabt, die habe ich übrigens einfließen lassen. Also er möchte auch gern, dass ich ihn so ein bisschen beeinflusse in dem, was ich halt fabriziere. Und das ist für mich halt ziemlich ungewohnt. Also aber gefällt dir oder ist es Stress? Nein, stressig ist es mit den Franzosen eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel, ich habe ja auch für Disney gearbeitet, es ist eigentlich, da ist Deadline. Deadline, die darf nicht gebrochen werden. Und die Franzosen sagen eher, aber es muss schön werden. Oh, es ist wichtig, es muss schön werden. Ja, auch die Franzosen. Ja, die Franzosen. Ach, ja. Ist egal, wenn es ein bisschen länger dauert, aber es muss schön werden. Ach, genau. Die Franzosen, Veronique. Genau. Trebbia. Aber das ist jetzt so ein bisschen, das ist sehr stark vereinfacht geschildert. Also wieder keine Shitstorms. Ja, bevor wir mal in die Novels kurz gehen, Frage noch, seid ihr hier in Erlangen sehr, sehr ausgebucht? Also sind die Tage 14 Stunden mit Autogrammstunden, mit Ausstellungen? Wie sieht es aus bei dir? Es ist schon, ich habe viel zu tun. Ja, schon viel unterwegs. Ich habe eine Ausstellung laufen im Ultra Comics. Da sitze ich jeden Tag eine Stunde und signiere. Dann bin ich am Splitterstand. Sowas hier. Sowas hier. Danke, Herr. Ich habe ja kein neues Buch dieses Jahr. Das heißt, ich bin eigentlich nur hier, um meine Studenten zu unterstützen, die einen Stand im Jungen Forum haben. Und da sind auch meine Kinder. Ich bin so Kinder. Nachlässig. Du warst nämlich in Berlin letztens auf diesem... Auf Einladung unserer Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Wo war ich? Bei diesem Comic-Expansion. Da warst ja, du stimmt. auch. Ja, stimmt. Ja, aber ich habe die Kulturministerin nicht gesehen. Der Kardinal war auch da und ich frage mich, ist das jetzt hoffnungsfroh? Wird hier richtig was getan? Das ist für total Comics? Erstaunlich. Werden die gefördert wie Filme? Passiert was in Deutschland? Man darf die Erwartungen jetzt nicht zu hoch legen, aber wir haben vor 10 Jahren so ein Manifest erstellt, einfach so nur, weil wir herumgesponnen haben, was bräuchten wir eigentlich, was wäre gut für uns? Und alle haben gesagt, das ist ein Blödsinn, wir brauchen keine Kulturförderung, wir wollen ehrlich unser Geld verdienen mit unseren Büchern und das sagen, aber es hat sich mittlerweile ergeben, dass wir um Kultur, wir kriegen jetzt Förderung, es gibt jetzt ein Stipendium, also das Blaue ins Blaue hinein planen hat tatsächlich Früchte getragen, wobei wir nicht genau wissen, wie es passieren konnte, aber mittlerweile steht Comic in Berlin im Koalitionsvertrag, dass der Comic gefördert wird und früher gab es das als Sparte überhaupt nicht, das war kein Thema. Also die Leute haben richtig gut gearbeitet, die da Lobbying betrieben haben und es rentiert sich schon, weil es hilft uns, wenn wir Geld für wenn wir so ein bisschen in diese Förderapparate angeschlossen sind und die Zeit finanziert kriegen, um die Comics zu zeichnen. Habt ihr Lust, die erste Novel zu besprechen? Mhm. Ja, lass uns tun.